Was geht ab, Leute? Es ist 10 Uhr. Ich bin schon seit einer Stunde bin ich schon wach, Tim. Und Tim ist gerade um 10 jetzt aufgewacht. Ja, und ich war wach währenddessen. Das ist, was hinter den Kulissen passiert, Leute. Es. Die Okay, ganze Moment. Wahrheit. Ich wollte nur Die erwähnen, weil Wahrheit ganz der sicher. Tim meinte, ich würde nach ihm aufstehen. Wer macht gewonnen? Ja, lass jetzt gehen, Junge. Ich warte schon die ganze Ach du. Wer Zeit. von uns beiden steht bloß Digga, im ich warte schon Mittelpunkt? die ganze Zeit, jetzt lass mal gehen. Naja, wir gehen jetzt in den Pool kurz. Da sind auch schon einige Leute. Aua. Ja. Danach gehen wir ins Café. Aber wir beide sind echt richtig am Arsch irgendwie. Vielleicht ist es auch hier müde, weil unser System gerade so ein bisschen runterfährt, weil es halt hier so ruhig ist. Wir sind gestern um 3 Uhr ins Bett gegangen. Du. Digga, du bist so. Ich habe vorher geschlafen, ich habe vorher geschlafen. Oh. Trotzdem bist du am Arsch, so. Weißt du so. Ja, nichts daran, dass wir beide gleich müde sind. Aber heute ist es angenehm bewölkt. Angenehm bewölkt. Hat eigentlich heute Nacht geregnet. Nee, ne? Kriegt sowas nicht mit, ich schlafe zu tief. Also nicht, als ich ins Bett gegangen bin, ne? Was denn? Ja, weil du Ja, erzählst immer so, wir ah, heute um 4 Uhr nachts hat es geregnet. So, ja, Bro, ich krieg das nicht mit, ich schlaf da. ja, wenn ich darf, auch mal über was lachen, was nichts mit dir zu tun hat, oder? Ich beachte, ich habe noch keinen Kaffee und ich habe wenig geschlafen. Die Welt ist gefallen. Ich finde es lustig, dass man so mal rausgehen seine Karte zeigen muss. Weißt du, das ist so ein bisschen Overkill. Pushen. Oh, Wetter ist echt angenehm. Vielleicht mach die Kamera mal aus. So pervers. Guten Morgen, Leute. Tag. Nein, halt du. Nee, ist okay, halt du. Was war das jetzt? Tag 3 bei unserer trostlosen Hinreise. Es ist halt wirklich so tote Hose hier und nicht mal im Positiven. Aber. Und ich zeige euch jetzt Das ist dann erstmal, einfach mit ich Lacke. zeige euch jetzt erstmal den toten Centipede. Da ist er, da ist er, da ist er. Millipede, oh ja. Das ist Ja, halt, und das muss auch sein. Das ist, Ja, also anscheinend darf man das nicht wöchentlich vermieten. Man muss entweder monatlich oder halt ganz verkaufen, aber das ist halt hier so eine Kondo-E-Mail, das heißt, das ist eigentlich nur für, wenn du hier wohnen willst. Und da steht überall so, ja, das ist nur monatlich für mich, weil sonst gar nichts, und das ist illegal. Ja. Und trotzdem findest du auf Booking.com überall so, ja, Hotel, Hotel, einen das Tag. Das wirkt halt keinen. Was soll ich machen, wenn ihr das Hotel? Kannst du so einen Rucksack kriegen? Ich mach's in meine Tasche. Also, zweiter Versuch, Tag 3 unserer trostlosen Hua Hin-Reise. Wir versuchen es jetzt mal mit einem anderen Approach, und zwar fahren wir in die Stadt rein. Wir sind ja so 4 Kilometer außerhalb. Ich will dir noch einen Crunchy-Fact droppen, jetzt hier lassen. Musst du das jetzt machen? Ja, aber ich will es dir dann zeigen. Ja, dann mach. Also, Philodendron heißt auf Deutsch Baumfreund. Und ich glaube, das erklärt, warum. Weil er den umarmt. Ja, süß, oder? Ja. Und das hier ist die Pflanze, die du auch hast. Okay, weil ja, wir fahren jetzt heute mal in die Stadt rein und suchen uns da einen Café. Wir haben jetzt eins gefunden, was dann auch direkt am Strand ist. Vielleicht schlägt es dann zwei Fliegen mit einer Klappe. Genau, mal schauen. Ich melde mich dann aus dem Grab. Hey Leute, was geht ab? Wir sitzen jetzt im Auto. Der nächste Stopp ist jetzt so ein Café am Strand. Und weil wir brauchen erstmal einen Kaffee. Dann gucken, ob der Strand okay ist, weil wenn der so aussieht wie, da haben wir ja kein Video von gemacht, aber wenn der so aussieht wie der Strand gestern, dann ist es eh schon mal, dann wird es eh ein Pool-Urlaub hier. Wenn der gut aussieht, ist cool. Dann wissen wir auch, was wir jetzt am Wochenende machen. Aber genau, dann Strandcafé, kurz checken, ob der Strand gut ist, dann gehen wir in die Stadt einmal mal rumlaufen. Und dann gehen wir danach nochmal zum anderen Café. Das wäre so mein Plan. Wir müssen uns daran gewöhnen, dass wir halt jeden Tag mit dem Auto halt in die Stadt reinfahren. Ja. Also das ist jetzt nicht so ein Ding, weil es kostet jetzt 2 Euro und dauert 10 Minuten. Ja. Aber weil wenn wir jetzt sagen,
der sah wirklich cool, weil so diese Mangroves, die gibt's halt, gibt's ja nicht überall. Und die habe ich auch noch nicht in live gesehen, deshalb die würde ich schon ganz gern sehen. Plus immer ein Forest ist nice, weil dann ist wenigstens ein bisschen schattig zum Wandern so. Genau. Und ja, morgen ist wieder Arbeitstag. Da wird wahrscheinlich eh wieder nur gechillt und ein bisschen geworkt. Das mache ich vielleicht auch in der Stadt. Ich muss mal schauen, ob ich jetzt ein Café finde, wo das geht. Ansonsten würde ich wieder bei dem Café, wo wir gestern waren. Genau. Ich habe auf jeden Fall erstmal Lust auf einen Kaffee und auch was zu essen. Ich habe voll Hunger. Yes. Ja, ansonsten ist es ja wirklich wie Melaka. Nur Melaka hat ja überhaupt keinen Strand, obwohl es am Meer war. Hier hat es zwar einen Strand, aber gestern ist es halt richtig dreckig. Wir waren gestern auch in einer Strandbar, die war sehr cool. Das war einfach Happy Hour Bar, so 4,50 für einen Cocktail. Und die Cocktails waren ziemlich lecker. Also wirklich ziemlich lecker. Hier war dieses Rimlane auch noch. Genau. Okay, bis später. Okay, wir sind jetzt ausgestiegen. Hier ist auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr los als bei uns. Es ist unglaublich heiß. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte innerhalb von 5 Minuten im Auto. Ich glaube, es liegt aber einfach daran, dass hier irgendwie, I don't know, ist mir eigentlich auch egal. Aber hier ist auf jeden Fall deutlich, deutlich wärmer und die Sonne knallt auch viel mehr. Ist aber gut, ist gutes Strandwetter. Wir hätten vielleicht Sonnencreme kaufen sollen. Aber wir gehen, glaube ich, erst nachmittags an den Strand. Genau. Hier ist wieder der Standardscheiß, irgendwelche geflochtenen Körbe und sowas. Kennt man alles ja schon. Ich bin mal auf das Beach gespannt. Ich habe das Gefühl, das Beach wird gut, weil ich sehe hier viele Leute rumlaufen. Der Walk of Pain. Der Walk of Buy Shit. Zu dem. Ja. Boah, wenn es so ein Coconut Shake gibt. Ja, da wäre ich eigentlich auch dabei. Obwohl, nee, komm, ich check jetzt erstmal das Kaffee. Ja. Preise sind gut. Ach, irgendwie 80 Cent für einen Kokosnuss-Shake ist gut. Guter Preis. Einen göttlichen Sonnenbrand holen. Ja, gut, dass du eine Kappe dabei hast, Mann. Wäre der Tim hier kappenlos, wird er halt legit nach 15 Minuten einen roten Kopf haben. Also, das ist die stärkste Sache. Achso, das ist ein Hotel, schade. Das wäre ein Park. Also das war bis jetzt die stärkste Sonne, die wir hatten, glaube ich. Also da kam, glaube ich, ich weiß nicht, wir waren einmal auch unterwegs, aber hat es richtig geknallt. Aber das hier ist mit Abstand das ist jetzt wie so in Italien, wenn du rumläufst. Und es hat auch direkt wieder ein ganz anderes, das kickt wieder ganz anders. Ist halt lustiger, wenn du mit einer Kamera rumläufst, dann bist du so der Target für jeden Verkäufer auf der Welt. Ist direkt so, den Trottel kann man irgendwas andrehen. Aber das Gute ist, ich sehe auch ohne Kamera aus wie ein Trottel, den man was andrehen kann. Hinter brennt irgendwas. Oh ja. Wollen wir erstmal einen Schorsch anschauen? Okay. Oh lol, hier gibt es so getrockneten Fisch, I guess. Können wir eigentlich auch mal probieren. Ich hab noch keinen Darmparasiten, das muss ich ändern. Also ich meine, ich sehe da vorne Leute, das könnte vielleicht echt gehen. Ja, ich glaube, das Beach hier geht klar, Alter. Sau nice. Hat aber schon Strömung, muss ich sagen. Also zumindest sieht es danach aus. Weil wir können definitiv erst nachmittags / abends ans Beach, Junge. Ich würde hier nach 15 Minuten sterben. Ich habe nicht mal Wasser dabei. So. Halt voll im Schatten, ja. Hey, da ist ein Pferd. Mehrere Pferde. Die armen Dinger. Die Dinge stehen im Schatten. Also hier gefällt es mir wieder rum. Ja, Mann. Ja, guck mal, das ist auch kein Dreck, das ist doch geil. Okay, wir haben einen Strand, Leute. Voller Erfolg.
Ich glaube, ich werde trotzdem im Pool chillen, weil er einfach direkt vor der Tür ist. Aber der Strand hier sieht dann im Strand aus und hier ist auch nicht überall tote Viecher und Plastikflaschen. Nee, will ich nicht. Obwohl, ich war noch nie auf dem Pferd. Ich war schon mal auf einem Kamel. Oh, die armen Babys. Aber die Pferde hier sind auch kleiner. Pferde hier sind klein. Wasser ist grün, aber das wussten wir schon, weil hier sind Algen. Das ist, das sind nicht mal Algen, das ist Plankton. Das machen die irgendwie zweimal im Jahr und das ist aber nicht schlimm. Das ist jetzt, also das ist nicht unbedingt Dreck. Ja, Junge, das kann man noch machen, Alter. Oh ja, Mann, das ist gut. Meine Laune ist gerade wie so ein. Ich hab hier so die EP-Leiste von dem Level 1 Pokémon, nachdem du die Level 60 gebiet hast. Ja, also das ist. Ich will mal. Ich erzähl nach, da ist ja dann das Drip Coffee. Ich glaube, ich will heute Nachmittag da lang laufen. Also über den Strand dahin laufen. Weil der Strand geht jetzt wirklich so kilometerlang einfach in die Richtung. Können wir dann erstmal was frühstücken? Ja, Kaffee und Frühstück. Ja, wie schon gesagt, das Wasser ist ein bisschen grün. Ich weiß nicht, wie krass das auf der Kamera rüberkommt. Aber das ist laut den Locals und so nicht schlimm. Genau. Okay, geil, Leute. Beach ist gesichert. Jetzt habe ich nasse, sandige Füße. Das fand ich auch nice. Ah, das wird jetzt eklig. Nee, aber Beach ist cool. Plus hier gibt es überall auch Restaurants und so direkt am Strand hier. Das ist natürlich auch mega sexy, da kannst du dir so eine ganze Mahlzeit reinpfeifen, während du hier auf so einer Liege bist. Das ist natürlich auch pervers. Okay, ich glaube, hier kann man leben. Ich wünsche nur, wir hätten nicht das Hotel am Rand der Stadt, sondern hier drin geholt. Ja. Für 20 Euro mehr, das wäre schon ein bisschen entspannter gewesen. Okay, gut, ist teuer. Aber das ist geil, du kannst dich hier einfach... Ja. Yo, die Cocktails kosten hier... Obwohl, nee, die kosten nicht so viel weniger. Ich bin Shake 80. Ja, ist gut. Lass auf jeden Fall hierher kommen. Ja. Okay, lass jetzt Kaffee. Aber ja, so will ich das, Alter. So ist gut. Aber mach Platz fürs Pferd. Sehr süß. Okay. So, die meisten Pferde machen ja nichts, aber ich habe trotzdem Schiss, hinter einem Pferd zu stehen oder zu laufen. Zu oft die Videos gesehen. Genau, einmal die Videos und also selbst wenn die Chance nur 0,001% ist, wenn es passiert, fickt es dich halt in eine andere Galaxie, Junge. Also so ein Pferdebein, das hat ja so einen Kick und hat dann auch noch so einen Huf am Ende mit so Metall. Das ist das Schlimmste, was ich mir vorstellen kann. Aber ja, anyway, Strand ist geil, wir sind happy. Meine Füße sind jetzt paniert. Ja, Tim, der Coffee Man, das wird, also können wir machen. Zu diesem Haus auf Crosshole. Ja, das wollte ich auch sagen, weil das Coffee Man ist glaube ich, gut, wenn wir hier am Strand chillen und schnell einen Kick wollen. Aber ich glaube, jetzt für einen Genussmoment, ich hasse dieses Wort so sehr, würde ich da jetzt nicht hingehen. Ich sehe überall dieses Auge mit diesem Bein und dem Schnabel. Ich finde, das hat irgendwas hier, das hat irgendwas hier mit dem Ort zu tun, I guess. Aber es sieht richtig cool aus. Oh fuck, es ist so warm, Junge. Ach du Kacke. Ich habe auch schon echt Fetthunger, muss ich sagen. Also so könnte ich mir schon irgendwas reinklatschen. Oh ja, das ist Hua Hin, zumindest der Strandbereich. Wir hätten noch mal schauen sollen, ob es da Duschen gibt, Tim. Wir hätten mal schauen sollen, ob es Duschen gibt. Weil da ist schon wieder so ein Auge mit einem Schnabel. Das ist ein cooles Maskottchen irgendwie. Sieht cool aus. Ja, weil ich hasse es, wenn du halt im Meer warst und dann dich nicht abduschen kannst. Das ist super unangenehm. Und hier riecht es wieder nach dem getrockneten oder nicht getrockneten Fisch.
Oh, das Chicken hat gut gerochen. Ja, aber ist cool. Also, das hat jetzt doch wieder so ein bisschen gute Stimmung gemacht, ja. Ich meine, ich war auch so happy. So ich hätte dann halt echt einfach nur rumgelegen den ganzen Tag. Das mache ich ja sowieso. Aber jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal ein bisschen mehr wirklich, weil wir hatten ja eigentlich, unser Plan war ja Hua Hin, um einmal von scheiß Bangkok-Lärm und so rauszukommen. Und einmal so einen Strandurlaub zu machen, weil wir haben ja jetzt, obwohl wir jetzt schon seit 2 Monaten unterwegs sind oder so, haben wir ja noch nicht wirklich diesen richtige Urlaubsgefühl gehabt, von wegen am Strand liegen und nichts tun. Wir haben ja meistens dann in der Stadt einfach rumgelegen und nichts getan. Und das können wir jetzt hier, glaube ich, schon machen. Ja. Aber ich darf auch da jeden Tag genau hierher kommen. Genau. Hätte ich jetzt auch gesagt. Aber ich glaube, mein Plan ist auch wirklich, in Vietnam nochmal eine Woche Strandurlaub zu machen. So genau bevor wir gehen oder so 1,5 Wochen bevor wir gehen. Damit wir einmal noch braun sind, das ist lustig. Und damit wir halt nochmal wirklich die Wärme so aufsaugen, bevor wir wieder in Minusgrade in Deutschland kommen. Weil ich glaube, wenn wir in den ersten 15 Sekunden, wo wir landen, sind wir so, wir hätten an den Strand gehen sollen. Das kann ich garantieren. Ab dem Moment, wo wir dann eine Winterjacke brauchen. Ja, in Deutschland. Also weil wir sind ja jetzt so, ach, wir müssen ja an den Strand, nicht unbedingt so. Es ist ja cool, aber nicht so wichtig. Und ich wette mit dir, wenn wir in Deutschland ankommen, ist direkt so, scheiße, wir hätten an den Strand gehen sollen. Es ist so kalt hier. So, Kinder, wir haben uns wieder eine unmenschliche Menge an Essen reingepfeffert. Und jetzt gehen wir runter an den Strand und legen uns auch. Also, jetzt gerade ist die Temperatur schon mal um Unzen. Nee, warte, was klingt richtig dumm? Warte mal. Ja, keine Ahnung. Um einiges. Unmengen. Ja, aber Unmenge auch nicht. Einige. Gibt es nicht auch so ein Wort wie Unzen, aber für Längen? Also für Distanz? Es ist um Füße weniger warm als vorher. Das ist das Dümmste, was ich je gesagt habe. Nee, es ist angenehmer. Es ist immer noch ziemlich warm, aber es ist angenehmer. Das heißt, wir legen uns jetzt nicht an den Strand, wir laufen den Strand aber entlang zu dem anderen Café, wo wir dann wieder 4 Croissants fressen. Genau. Ja, ja. Und einen Kaffee bräuchte ich eigentlich auch nicht, ehrlich gesagt. Ich hole mir jetzt einen Coconut. Dann nimm du mal den Rucksack und ich nehme mir nämlich eine richtige Coconut. Und dann will ich... Was damit zu tun? Ja, die ist schwerer. nee, Freundchen. Okay, dann nimmst du später den Rucksack. Ja, der Tim ist nämlich so ein kleines Schlitzohr. Das war gerade knapp. Ein kleines Schlitzohr. Der hat nämlich... Ach, keine Ahnung. Bro, ich weiß auch nicht. Immer wenn es so... Nein, ich wollte irgendeinen Gag machen. Chill. Der nimmt es jetzt wieder persönlich. Der läuft jetzt so hinter mir so, ich bin aber kein Schlitzer. Okay. Hier sind echt extrem viele White People. Auch alle alt. Ja, ich hab's schon gehört. Da vorne ist auch. Hallo. Ey, hol mir keinen Shake. Okay. Also Leute, der Strand ist schon ziemlich fucking geil. So, warte. Kann man schon echt nicht beschweren. Das ist auch die deutscheste Aussage, die es gibt. Da vorne gibt es übrigens. Vor? Ah ja. Nee, Tim, das ist doch eine Lampe. Das sind Lampen. Wasser ist auch sehr angenehm. Es ist nicht zu kalt, nicht zu warm. Die Geräuschkulisse ist sehr stereotypisch am Strand. Ich glaube, hier gibt es schon Quallen, aber wenn, dann auch keine so schlimm. Ein Pferd. Boah, Alter. Jo, das Pferd hat ja richtig harte Eier, Junge, what the fuck. Werde ich ja neidisch. Ja, aber so in Schatten legen, das kann man echt machen. Aber ich will echt eine Dusche finden, weil sonst wäre das super unangenehm, die Rückfahrt und so. Strand ist cool. Strand kriegt bei mir einen Daumen nach oben von
Daumen nach oben. Ja, ein Daumen nach oben von entweder Daumen nach oben oder Daumen nach unten. So, so die nicht aussagendste Bewertung überhaupt. Der Sand ist, also wenn kein Schmutz ist, ist der Sand richtig nice. Man ist so richtig fein, richtig hell und auch sauber, wenn da halt kein Scheiß dran ist. Also, insgesamt sehr nice. Ja, also ich glaube, wenn du hier halt ein Hotel hättest, direkt hier an dem Rand davon, das wäre schon irgendwie entspannter gewesen. Boah, der hat ja einen richtigen Bauch. Genau. Aber ist jetzt für uns jetzt auch nicht so weit. Hallo, liebe Leute. Es ist jetzt ein bisschen später, jetzt ist es irgendwie 4, glaube ich. Ich habe nicht geschaut. Es fängt jetzt an zu gewittern gleich. Also der Strand sieht immer noch idyllisch aus, ist immer noch super angenehm warm. Aber wenn man mal da hochschaut, das sieht halt nicht so klasse aus. Was auch krass ist, die sind halt sehr klein, aber gerade eben, wenn ihr mal da hochschaut, im Himmel, vielleicht sieht man die ganz gut bei Fullscreen. Da war gerade ein riesiger, riesiger Schwarm aus Insekten, aus großen Insekten, die waren locker so groß. Und das sind, wenn ich das richtig gesehen habe, ja, das sind Libellen. Das sind einfach, da waren halt so 100.000 Libellen in der Luft. Vorhin waren das nochmal tausendmal mehr. Also jetzt sind da immer so 10, 15 Stück. Aber ich meinte wirklich wie so ein Fliegenschwarm, so Hunderte, Tausende. Und die kamen alle so von Richtung Wasser. Vielleicht haben die da gerade Eier gelegt, was weiß ich was. Aber das war krass. Also ich habe noch nie so viele Libellen auf einmal gesehen. Ja, die kommen alle vom Wasser hinten. Aber ja, anyway, cool. Wir haben hier gerade bei der Strandbar ein Eis Cappuccino und Dings und haben hier ein bisschen gechillt und gelesen. Aber jetzt fängt es halt gleich an wahrscheinlich zu gewittern. Und die Frage ist halt, wir könnten jetzt hier überdacht sitzen bei dem Strandcafé für die nächsten, je nachdem, das kann halt jetzt entweder eine Stunde nur dauern oder halt 6 Stunden. Das kann auch bis heute Nacht regnen, das wissen wir halt nicht. Großer Vogel. Deshalb gehen wir jetzt zurück. Entweder in den Pool oder ins Fitti oder ins Restaurant, je nachdem, schauen wir mal. Genau. Und dann morgen ist wieder Arbeitstag und dann Samstag, Sonntag, Montag werden wir wahrscheinlich nur hier sein, weil das hier ziemlich nice ist. Ja, im Wasser waren wir jetzt nicht. Es war zu warm und jetzt wäre die Temperatur eigentlich gut, aber jetzt wird es halt regnen. Und dazu, wenn es keine Dusche gibt, habe ich keinen Bock, so mit Salzwasser vollkommen klebrig zu sein. Ist aber wirklich schöner Strand. Also das hat mich jetzt sehr positiv überrascht. Das ist wirklich sehr angenehmer Strand. Genau. Jetzt gehen wir zurück und keine Ahnung, ich fülle gerade auch noch die Redezeit. Yo, Jimmy, was hältst du am Strand hier? Ist cool. Ja, Mann, finde ich auch. Aber guck mal, die Räume draußen zu sehen. Ja. Okay, komm nach Hause. Naja, also noch zwei interessante Sachen. Einmal hier sind halt überall Pferde, wegen für die Touris. Und jetzt gerade riecht sie sehr nice, noch so gegrillt. Weil die haben da. Ah, die haben jetzt den Ofen angefeuert. Was angebrannt haben. Nö, es riecht nach so einem Kohlegrill. Schau mal, die haben da diesen Grill angemacht. Voll cool. Ich frag mich, was es hier alles zum Essen gibt. Weil ich habe vorhin auch Leute gesehen, die haben ja Partei und so gesnackt. Okay, tschüssi. Ich weiß nicht, ob man die gerade sieht, aber hier sind gerade richtig viele von den Libellen. Und sowas halt überall. Plus der Typ macht gerade eine sehr coole Atmosphäre mit der Ukulele. Okay, Leute, neues Update. Wir sind jetzt wieder an einem coolen Ort. Essen? Wenn das Essen gut aussieht, ja, warum nicht? Also da drüben meinst du? So, wir können beides mal abchecken. Die Karte war da vorne. Ah, ja, die bringen uns schon. Also basically, wir sind hier gerade auf einem Steg über dem Wasser. Und hier gerade eben nicht, aber hier hat man überall gerade durchschauen können. Ja, und es macht mich nervös, aber es wird schon gehen.
Aber es ist schon cool, dass wir hier einfach... Ja, das ist schon toll. Ja? Sehr, sehr cool. Moin Leute, heute ist Samstag. 20 nach 8. Heute war so eine komische Nacht, Alter. Also ich habe von so einem Krieg geträumt und dass die so eine Atombombe droppen. Also es war eine arabisch wirkende Stadt, es war Gaza. Und von den Israelis, die haben eine Atombombe gedroppt, das habe ich aber nur geträumt. Vielleicht ist auch ein Foreshadowing, nobody knows. Und dann bin ich aufgewacht um 6 oder so, der Ben auch, weil hier gerade einfach so ein Gewitter über die Stadt zieht. Also so wie in Bangkok und in Kuala Lumpur auch, wo es mal so eine Stunde so durchgängig so krass regnet und danach so ein bisschen nieselt. Also wenn du schaust, der ganze Himmel ist einfach dunkel. Und es hat so laut gedonnert, es hat so laut gescheppert, zweimal. Also ich glaube, so einen lauten Donner habe ich wirklich noch nie gehört. Das toppt sich so die ganze Zeit, hier der Ben schläft, ne? Ey, Chef. Es ist so kuschelig wenigstens, sagt er. Es hat so laut gedonnert, du hast erst so ein Grollen gehört. Oh. Dann sind die Lichter kurz angegangen. Also es war wirklich so, tschick, es war kurzes Licht an und dann hast du so gezählt. 1, 2, 3, bam. Und es war nicht so eins, was sich so langsam steigert. Sondern es hat richtig so geknallt, so als wäre was explodiert, Junge. Und das war richtig heftig. Aber allgemein ist so, das Wetter jetzt, das setzt so nochmal so das i-Tüpfelchen auf die sowieso schon mittelmäßige Erfahrung hier. So, weißt du, so als ach scheiße, hier ist überall Taubenkacke. So als hätten sich so die Konstrukteure überlegt, so ja okay, hier geht sowieso nicht so viel. Das Einzige, was man eigentlich normal machen kann, ist halt irgendwie an die Bar zu gehen. Also wir haben so eine Strandbar hier entdeckt, zwei Häuser weiter. Da gibt es relativ günstige oder auch eigentlich sehr gute Cocktails. Lass es mal regnen lassen, damit die Jungs gar nicht mehr aus dem Haus gehen. Und genauso wird es jetzt sein. Also bei so einem Wetter, wir haben nicht mal einen Regenschirm dabei so, oder eine Regenjacke oder so. Also das wird mindestens, keine Ahnung, 2 oder 3 Stunden noch dauern. Und ich krieg langsam Hunger. Das ist keine gute Kombi. Ja, das ist echt weird, Alter. Keine Ahnung. Das ist heute Nacht war wirklich, wirklich komisch. Mhm. Ich gebe jetzt mal an den anderen DJ ab. Und irgendwie langs auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, Wohin ist bei mir von Scheiße zu ganz okay. Bei mir ist es auch von so, hier ist, also zumindest wir haben uns eine schlechte Ecke ausgesucht und hier ist es so voll und dreckig. Der Strand macht schon echt viel, viel aus. Also wir haben auch gemerkt, wir haben glaube ich ganz Thailand einfach falsch angegangen. Weil jeden Tag saufen ist der. Ja, also wir waren jetzt hier jeden der Tag Weg zum entweder Gehen. Am Pool oder in der Strandbar, ja. An einer von zwei, oder an der Strandbar und dann was gegessen. Und wir waren entweder an der Strandbar oder an einem Barstrand. Ja. Und dann nach. Und dann noch, nee, ich meine, wir haben basically das meiste in der Bar gemacht. So. Und nach 5, 6 Tagen haben wir irgendwie 4, 5 Mal gesoffen. So macht.
Thailand Spaß. So geht es schon, aber das halte ich keinen Monat aus. Für 2 Wochen ist es okay, aber dann hört es auch auf. Ja. Aber also den Strand kann ich hart empfehlen. Der Strand war sehr nice. Wir waren nicht im Wasser, aber ich meine, das schneiden wir wahrscheinlich mit den Handy-Videos noch zusammen. Ja, ich habe. Der war echt schön. Wir haben durchgemacht eine Nacht und waren dann beim 7-Eleven und dann war es schon so am hell werden und wir waren so, okay, lass eigentlich nochmal zum Strand Sonnenaufgang. Weil der Schwachsinn, weil die Sonne ging ja gar nicht auf, aber wir haben dann trotzdem gesagt, okay, lass zum. Wäre es nicht so gewölbt gewesen, hätten wir nicht gesehen. Ja, doch, stimmt, die ist sogar kurz auf. Ja, stimmt doch, es war kein Schwachsinn. Wir haben die gesehen, die Sonne. Und es war halt richtig krass, weil. Da waren voll viele Tiere und es war so eine richtig ruhige Atmosphäre. Und da haben wir ein paar schöne Bilder gemacht. Das Video kommt auch noch. Ja, das war wirklich sehr schön. Das hat echt sau viel rausgeholt. Genau, das war nämlich so ein Moment wie in Tamandinga. Das Gold ist komplett golden. Ja. Ist komplett golden. Das sieht nicht mal edel aus. Ja, erzähl weiter. Nix, einfach nur, das hat allein für diesen einen Morgen hat es sich gelohnt herzukommen. Ja, das ist super lustig. Das wirst du später im Video sehen, warum ich lachen musste. Warum ich lachen musste. Ey Ben, dürfen wir sagen, dass Schuhe aus Texas durch sind? Mhm. Oh, ja. Oh, Ben ist ein bisschen stinky. Ich bin gerade eigentlich in Ordnung, ich bin nur müde. Ich habe gar keinen Bock, weil die Busfahrt. Ja, habe ich jetzt auch nicht. Also der Hinweg, die Busfahrt war die rein, war wirklich die Hölle. Das war so, wir saßen ganz hinten und. So wie bei so Betonbrücken, wenn so die, das aus so Platten besteht ist, war da immer so ja. Die gesamte Fahrt 200 Stunden einfach nur alle 2 Sekunden und dann ist mein Kopf auch irgendwie, also das könntest du nicht schlafen und nicht entspannen, deshalb diesmal müssen wir definitiv weiter vorne, ja. Hey, Chocolate Factory. Ja. Diesmal müssen wir weiter vorne sitzen. Das einzige Gute ist, das Wetter ist jetzt hier auch nur so okay. Das heißt, es wird dann vielleicht auch nicht so heiß im Auto. Nee. Da ist Kaffee im Auto. Ja, wir haben einen Witz gemacht, weil bei Attack on Titan gibt es auch einen Charakter. Der heißt Moroko. Der stirbt aber relativ früh. Und du willst einen Kaffee machen? Nein, wir sind nur noch dran vorbeigekommen. Leute, wir sind jetzt nach 5 Stunden Busfahrt angekommen. Wir sind beide irgendwie müde. Und 5 Stunden wirklich? Ja, 16 Uhr. 4,5. Stimmt, ich habe am Ende gar nicht mehr darauf geachtet. Wir sind beide ein bisschen müde und ein bisschen genervt. Die sind wieder doppelt lang da. Das ist mir Wir haben uns jetzt in die nächstbeste Mall verzogen und haben hier ein All-Vegan-Restaurant gefunden. Und das ist tatsächlich sehr geil. Ich habe so eine Suppe. Der Ben hat so Hackfleisch. Wieder Bratka Bauer halt vegan. Genau. Und dann noch so Dumplings und gleich kommen noch so Chicken Wings. Chicken Filet. Die auch aus Chicken sind so. Ne, vegan. Ja, ich habe schon hier veganes Eis. Und ich habe so eine Suppe. Ei, schmeckt gut. Mhm. Ja, meine Suppe sieht auch nicht schlecht aus. Bin mal gespannt, die habe ich noch gar nicht probiert. Ich werde das Eigelb ist spot on. Ich werde berichten.